Lilo, kurze Querinfo. Wir haben heute den 23. Oktober. Das heißt, Ubuntu 14.10 ist jetzt in seiner finalen Release verfügbar. Meldet auch heise 17.12. Gut. Ubuntu 14.10, diverse Videos habe ich schon gemacht. Wer sollte zum Beispiel umsteigen, wenn überhaupt? Einer meiner Zuschauer hat gemeldet, dass die neue Kernel-Version, wir haben ein 3.16er Kernel, minus a, die 3.16er Version vielleicht Hardware unterstützt, die bisher noch nicht von Ubuntu 14.04 unterstützt worden ist. Also wer Hardware-Probleme hat, Treiber-Probleme hat, könnte es mal probieren, einfach auf eine Live-CD brennen. Und mal testen, ja, im Testmodus Try Ubuntu oder Ubuntu ausprobieren, ob es mit der Ubuntu 14.10 nun besser geht. Utopisches Einhorn. Utopic Unicorn. So, können wir mal testen, ob sich da was tut. Gut, was ist zu erwarten? In den offiziellen Paketquellen vermeldet Ubuntu Users, ich gehe mal auf Synaptic. Wäre jetzt Mate mit drin, dass das vorher nicht drin war, war mir gar nicht so klar. 1, 2, 3, 4. Mate wäre in den offiziellen Paketquellen drin. Was wir natürlich auch drin haben, einiges aus der Next-Version. Mate. Gehen wir rein, suchen wir mal nach Mate. Mate Desktop ist in den offiziellen Paketquellen mit drin. Gut, schön. Wir können uns aber auch gegebenenfalls beim Brennen Probleme einhandeln. Und zwar Known Issues meldet hier, dass es Kompatibilitätsprobleme von 14.04 Richtung 14.10 und umgedreht gibt. Wenn man den USB Creator von Ubuntu 14.04 nimmt und damit ein 14.10 Image brennen will oder umgedreht den USB Creator von Ubuntu 14.10 und will versuchen, ein Ubuntu 14.04 Image zu brennen, dann könnte es Probleme geben. Also manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Optisch sieht man nichts, weil man optisch eigentlich nicht viel sieht im Vergleich zu Ubuntu 14.04. Habe ich euch mal ein kleines neues Desktop-Hintergrundbildchen gemalt. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Wie man das Bildchen erstellt, werde ich euch noch zeigen. Wie gesagt, in meiner Playlist findet ihr schon einige Videos zu Ubuntu in der Next-Version, wo sich mehr tut als unter Ubuntu 14.10 in der normalen Version.